Citroën will den neuen C1 von seinen Schwestermodellen Peugeot 108 und Toyota Aygo stärker abheben und bringt das Modell nur in besser ausgestatteten Varianten. Der Clou dabei: Jeder C1 ist ab sofort serienmäßig mit einem großen Faltschiebedach ausstaffiert. Citroën nennt das Modell daher auch C1 Airscape. Der neue C1 ist ein sehr urbanes Auto und was besonders daran ist, ist, dass er schon in der Basisversion eine sehr gute Grundausstattung hat. Das heißt, wir finden 4 Türen am Auto, wir haben serienmäßig das Schiebedach in jedem Auto, wir haben in jedem Auto die Klimaanlage, wir haben in jedem Auto Radio drin. Also er hat schon eine sehr, sehr gute Grundausstattung und man kann eigentlich einsteigen, losfahren und hat alles drin. Das Faltschiebedach gibt eine 80 x 76 cm große Öffnung frei und soll wohl Cabrio-Feeling bringen und eine kleine sowie günstige Alternative zum Fiat 500 Cabrio darstellen. Der 3,46 m kurze C1 bietet Platz für 4 Personen und verfügt über ein Kofferraumvolumen von 196 Liter in Grundstellung. Werden die serienmäßigen Einzelrücksitze umgelegt, stehen 780 Liter zur Verfügung. Im Innenraum hat man sich um modern poppiges Ambiente bemüht. Dazu passt auch der 7 Zoll Touchscreen mit Mirror Screen Funktion für Mobiltelefone. Somit lassen sich Apps und Internet vom Handy auch über das Fahrzeug-Multimedia-System nutzen. Serienmäßig übrigens in der Scheinversion gegen Aufpreis auch im Basismodell Feel erhältlich. Die Standardausstattung des C1 Airscape Feel um 11.990 Euro umfasst neben dem Faltschiebedach Features wie etwa Klimaanlage, Audiosystem, USB-Anschluss, Fensterheber vorne, Zentralverriegelung, ESP sowie 6 Airbags. Als Antrieb fungiert ein 69 PS starker 1 Liter Benziner Dreizylindermotor, der auch in Verbindung mit einem automatisierten Schaltgetriebe verfügbar ist. Eine stärkere 82 PS Motorisierung in Kombination mit der höheren Scheinausstattung ist ebenfalls im Programm, Preise hier ab 13.740 Euro.